Wunderschöne Mädchen, eine bunte Jury, eine tolle Moderatorin und das perfekte Ambiente. Das war die Miss Styria-Wahl 2018 in Graz. Die Location für die heurige Missenveranstaltung war die alte Universität Graz, die den Anwärterinnen mehr als nur würdig war. Bevor die große Show losging, haben wir bei der Jury ganz genau nachgefragt, auf was sie denn besonders achten werden. Ich achte natürlich wie immer, weil es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich in der Jury bin, auf den Gesamteindruck. Das heißt, es muss die Ausstrahlung passen, es muss die Figur passen, es muss natürlich auch eine gewisse Sympathie da sein. Also wie gesagt, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Was ich ganz besonders toll finde heute, dass uns die Damen, die Missen, auch sportlich entgegenkommen. Ja? Weil natürlich sind bei einer Misswahl wichtig, wie sie laufen, ja, in einem schönen Abendkleid, wie können sie ein Abendkleid präsentieren, wie ist natürlich auch die Figur, also in Bademoden oder Wäsche, je nachdem, ist auch immer Standard. Aber dass sie jetzt auch mal so sportlich sind, jetzt gerade auch, wo man ja auch so die sportlichen Aktivitäten der jungen Mädels auch fördert. Ich finde es toll, dass wir sie einfach halt auch mal sehen in einem sportlichen Outfit und vielleicht in sportlichen Aktivitäten. Backstage haben die Mädels vor der Show noch den letzten Schliff bekommen. Also es ist ganz wichtig, dass sie einfach die Ausstrahlung der Typ betont wird, weil jedes Mädels hat einfach einen anderen Typ, was ja auch gut ist, ne? Und dass man einfach diese Natürlichkeit doch beibehält, aber einfach den Wow-Effekt, weil man hat einfach sehr viel Lichter, einfach künstliche Lichter, da geht einfach viel unter, dass sie trotzdem wirklich einen Wow-Effekt hat mit den Smoky Eyes und mit den Lippen. Wie schaut es jetzt gerade in dir aus? Wie geht's da? Ja, ich muss sagen, bis jetzt eigentlich noch recht gut. Ich bin eigentlich noch nicht so nervös, aber ich glaube, das kommt dann, wenn ich die ganzen Leute sitzen sehe, ich glaube dann. Aber ein bisschen Nervosität gehört eh dazu, also ich glaube, das ist eh noch im positiven Bereich. Ja, die Nervosität kommt jetzt schon, aber ich glaube erst, wenn alle Leute dann da sind und kurz vorher wird es am ärgsten sein. Aber ich freue mich auch schon. Okay, ich glaube, die Nervosität steigt erst an, dann kurz bevor wir unten stehen und uns umziehen und so. Aber jetzt geht's noch gerade. Es sind so viele hübsche Mädels und so unterschiedliche. Deshalb, wenn ich in der Jury sitzen würde, ich könnte nicht sagen, wer gewinnen würde. Perfekt gestylt ging es dann auch schon los und die Schönheiten zeigten Runde für Runde ihr Bestes. Ob in den Wickelkleidern, den Sportoutfits, der Unterwäsche oder der Abendmode. Jede einzelne Missenanwärterin hat in jedem Durchgang eine tolle Figur gemacht. Nicht nur die Jury, sondern vor allem auch das Publikum war begeistert von den Mädels. Da war die Punktevergabe dann schon ein bisschen schwieriger, aber irgendjemand muss ja besonders herausstechen. Und genau das hat eine getan. Nach dem vierten Wertungsdurchgang war es dann soweit und unsere neue Miss Styria wurde gekürt. Justine Bullner! Justine Bullner, so heißt sie, die schönste Steirerin. Dicht gefolgt von Sarah Posch auf Platz 2 und Marlene Tropper auf dem 3. Platz. Ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen. Eigentlich bin ich noch so geflasht, dass ich jetzt quasi hier den Pokal in der Hand habe und diese wunderschöne Krone auf. Also ich bin auf jeden Fall mega happy und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich Miss Styria werde. So entlassen wir Justine Bullner mit gutem Gewissen zur Miss Austria-Wahl und hoffen natürlich, dass sie uns den Titel in die Steiermark holt.